Hallo liebe Pokéfreunde, Ubi bitte wieder hier und ich nehme doch noch mal einmal das Team, weil ich heute jetzt keine Zeit hatte, ein neues Team mir auszudenken. Ich war den ganzen Tag unterwegs und ja, deswegen heute noch mal ausnahmsweise das Team. Genau, Freitag kommt dann noch mal Hyperliga, ein anderes Team und dann geht wieder Meisterliga endlich los. Was? Veyron? Das die Gegnerin oder Gegner. Check das im Lied, hasse ich. Hätte das nicht lieber irgendwo hinten sein können. Mal sehen, ob du Kreuzschere oder Aeroass hast. Kreuzschere, ja, ich gehe trotzdem kaputt, ne? Und hier muss ich aufpassen, dass der Gegner nicht abfängt. Dann. Aqua-Durchstoß wird kommen, ja. Ja, okay. Das ist wenigstens kein verschenkter Angriff. Leider werde ich nicht mehr zum nächsten kommen. Oh doch, er lässt mir noch eine Chance, das ist gut. Er muss auf Spukball so oder so gehen. Danke, dass du mich zur Attacke kommen lässt. Wechsel brauche ich nicht unbedingt. So, einen mache ich noch, dann gehe ich auf Schattenfessel. Ja, das ist egal. Und eigentlich muss ich nur Scalloprock schilden. Rüber. Jetzt hat er die erste Säusestimme. Okay, er geht auf Deckers. Ja, das ist egal. Okay, Aqua-Durchstoß. Senkung ist nicht schön. Senkung ist gar nicht schön. Ah, dass ich runterfahren kann, ist schön. Er wird eh schön. No. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Ich schilde. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch einen braucht. Aber ich setze ein. Okay, ich hätte abfangen sollen. Eigentlich, okay. Schön und abfangen wäre es gewesen. Das wird doch nicht gehen, oder? Ich weiß, das ist sehr effektiv, aber das wird doch nicht gehen. Nein. Eine Sofortattacke hätte ich noch gebraucht. Schade. Schade, schade. Das war knapp der erste Kampf. Ah, ich hätte abfangen sollen. Oder Eishieb. Vielleicht Eishieb einsetzen sollen. Ja, Eishieb wäre es wahrscheinlich gewesen. Eissturm meine ich nicht, Eishieb. Ja. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. War knapp, war knapp. Naja, Führung hat man verloren. Ich war uns eigentlich ganz gut geschlagen. Quappo geht eigentlich. Weil ein Eissturm überleben war und Konter macht jetzt nicht so viel Schaden hier. Okay, Lebensschuss. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube, Konter mag ich lieber. Ja, nerviger Eissturm. Eins, zwei und. So.
So. Ja. Mal sehen, ob er jetzt schildert. Wenn ja, gehe ich schnell rüber. In Quapo. Okay, ich gehe trotzdem in Quapo. Auch wenn ich den Eissturm kassiere, tue ich nicht, okay. Oh, Apokalypse ist nervig. Im Gleichstand. Bitte Senkung. Ja. Das könnte was bringen. Super schön, schon mal so gut. Oh, schlecht getimed, schlecht getimed, schlecht getimed. Aber wir haben nochmal eine Senkung gekriegt, das ist gut. Ich gehe jetzt einfach in Zivaro, oder? Ja, da werde ich jetzt in Kapukime gleich gehen müssen. Das wird aber hoffentlich nicht chillen, ja. Schade, dass wir nicht zur zweiten Attacke kommen. Aber wir gehen gleich hier rein. Zweimal fliegen müssten wir überleben. Oh, Sturzflug. Oder? Du hast noch. Okay. Das geht ja. Mit Quapo wirst du doch nicht reinkommen, oder? Jetzt wird ein Shit kommen. Ja. Spukball? Ah, der Quapo hat noch so viel Leben, ne? Ah, ne. Oh, aber er hat eine Attacke. Ah, die müssten wir überleben. Die müssten wir überleben. Wenn er nicht gerade Wuchtschlag hat. Ja. Wir haben auch keine Senkung gekriegt. Ja, das sollte reichen. Das sollte gerade so reichen. Hätte ich zwar nicht gedacht, dass er den Kampf hier noch gewinnt. Aber wir haben ihn gewonnen. Ich habe vergessen, dass Quapo so wenig Leben hatte. Ja, Quapo ist schon hart. Stimmt doch, er hat eine Flora-Statue dann letzten Endes die zweite durchgelassen. Stimmt. Ja, das war gut. Weil die erste hätte ja sonst nicht überlebt. Die zweite hat ihn ja auch schon, hat schon runtergehauen. So, das ist eh der Zito. Okay, Kapukimi erstmal Spitzenlied. Beschwere ich mich jetzt gar nicht. Ja, ich muss hier rüber. Keine Frage, ich muss auch gleich schön. Bitte keine Senkung. Oh, das ist sehr gut. So, ich müsste ein Siedewasser und Eissturm haben. Oh, so nehme ich es auch. So nehme ich es auch. Er hat es nicht mehr geschafft zum Glück, die Attacke. Oder er gibt auf. Okay. Nehme ich. Solche Siege nehme ich gerne. Wundert mich, dass er aufgegeben hat, aber okay. Ah, das war auch Glück. Das war. Also er hätte die Attacke definitiv geschafft, wenn wir jetzt nicht. Oh, Lord of Dragon. Aus meiner Freundesliste. Grüße gehen raus. Tetoxa.
Das ist gar das Team, du Schlingel. Weißt du schon, dass du Blizzard hast? Dann gehe ich. Ha, da kennst du bestimmt auch mein Team. Ich gehe jetzt hier trotzdem auf den Köder. Hier brauche ich nichts schilden, auch wenn es Säurespeier ist oder Blizzard oder Siedewasser, egal. Schlammwoger, okay, mies. Schlammwoger habe ich gar nicht mitgerechnet. Ja, da werde ich jetzt einmal schilden müssen. Schlammwoger ist krass, habe ich nicht mitgerechnet. Siedewasser, Schlammwoger, gut zu wissen. Ich hoffe, ich komme noch mal zum Siedewasser. Okay, nicht nötig. Oh, vielleicht hat Kapokime Spielraum. Oh je. Ja, da muss ich hier raus. Oh, das wird lustig. Und drüben hat er nicht geschildert, ne? Ich glaube, ich gehe direkt auf Mondgeweiht, oder? Oder nein? Wir gehen auf Surfer erstmal. Okay. Gehe ich jetzt raus? Ich gehe mal raus. Ach, die Ratine haben wir noch gar nicht gesehen. Oh. Ja, okay, dann habe ich den Kampf definitiv verloren. Stimmt, das hätte auch noch Schlingkling sein können, ne? Da kann ich noch von der Ratine vom Glück reden. Da kann ich von Giratina sogar noch vom Glück reden. Oh nein, es lohnt sich hier nicht so schön. Drachenklaue. Genau, hast gut auf jeden Fall Energie geholt. Das wird nicht reichen, das weiß ich. Ja, den Kampf habe ich definitiv verloren. Ja, Tetoxa mit Schlammbogen war mies. Hat mich echt extrem überrascht. Okay, du schildest. Schade, schade. Ah, Tetoxa war mies. Tetoxa mag ich nicht. Ja, Tetoxa und Schlaraffel ist auf jeden Fall von Gardas Team. Und, ja, Giratina Schlinking ist ein sehr ähnliches Pokémon. Sehr bulky und halt beides Typ Drache. Haben beide Drachenklaue. Oh, wieder Supernova ran. Mal sehen. Okay, er hat sich für Quappo entschieden. Gut zu wissen. Letztes Mal hat er ein anderes gehabt. Hier muss ich vor Wegbereiter aufpassen. Ich werde doppelt schilden. GG, okay. Hier auf Siedewasser erstmal. Er kennt mein Team, das ist das Problem. Okay, aber. Sehr schön. Leider ist die Wechselung noch nicht rum. So. Ha, du hast bestimmt nochmal. Identisch. Ich komme nicht rüber. Ja, ich werde gleich in Kapokime gehen. Ja, Pionragi war klar.
Das werde ich verlieren. Ja, er wird gleich zweimal Knöchel hintereinander haben. Das Problem ist, Pion Draghi outspeedet krass. Okay, Matschbombe, das ist gut. Und Gleichstand, das ist wichtig. Es war nur die Schattenfessel, die ich rausgehe. Aber unter Umständen kriegen wir die Verteidigungssenkung. Und er schildert, das ist gut. Ja. Das könnte uns helfen. Werde gleich schön. Schild ist wichtig. Knöscher, ja. Perfekt abgefangen, hat er gut. Mach auf großartig. Ah, ich hätte Mundgewalt gebraucht, ne? Ja, vielleicht reicht das mit Knöscher. Er hat super abgefangen. Ja, ich brauche Mundgewalt. Oder? Ah, ich habe eine Sofortattacke auf jeden Fall, die schnell ist. Ja. Oh, wieder so ein knapper Kampf gegen ihn. Wir haben schon öfter gegeneinander gekämpft. GG. Das war echt knapp. Freundeslevel steigt, sehr schön. Das habe ich auch nur dank der Matschbombe abfangen geschafft. Aber er hat auch super abgefangen, also er hat super gespielt. Das war einfach rein Glück von mir, dass ich das noch gewonnen habe. Ja, ich hätte normalerweise Quappo noch für Pion Draghi auch noch gebraucht. Naja. Ah, gut, dass er mit Quappo rausgegangen ist. Ich musste in Quappo gehen. So, dann das letzte Set für heute. Luigi hat einen Traum. So. Mal sehen, was sonst in diesem Set erwartet. Ah, ich muss auch halt das Team ändern, weil ich halt einfach im Moment nicht vorankomme mit dem Team. Oh. Ja, hier gehe ich gleich in Kapokime. Wenn das Tentoxa jetzt kommt, dann sei es drum. Schlagbohrer nehme ich. Ja, das ist mir egal. Wechseluhr ist verschoben, das ist hilfreich. Ach so, deswegen, interessant. Aber ich gehe direkt trotzdem auf Mundgewalt. Ich hoffe, er schüttelt einfach nicht, weil er denkt, ja, Mundgewalt halte ich aus. Perfekt. Ich werde nicht schüttelen. Werde ausloten, was du für eine Attacke hast. Ja, du wirst wahrscheinlich die eh schneller haben. Aber du musst eh zweimal einsetzen, egal was du jetzt hast. Aiora Ast werde ich überleben, ja. Musst ihr einsetzen. Jo. Geh auf mein Geist, die Geist. Na, wird hier das Aeoras jetzt nehmen müssen. Ja, ist doch klar, zweimal Dunkelklaue, nervig. Und der wird was noch gegen Quappo haben. Oder? Er hat 100 pro noch was gegen Quappo. Los, komm jetzt mit Sandama rein. Ich will Sandama jetzt sehen. Vielleicht gib mal einen Shit, das wäre hilfreich. Senkung wäre hier auch hilfreich gewesen. Giratina geht eigentlich. Oh ja, Feuer ohne geht. Da bist du nicht so schnell bei den Attacken. Das heißt, ich muss Quappo schön schilden.
Ah, es wird jetzt hier noch echt ätzend hier. Was war das jetzt? Kurz Leck gehabt. Wunderbar. Aber immerhin Gleichstand. Problem ist aber halt, ne, ihr wisst schon. Wobei, ich komme gleich rüber. Oh, Abfang war wichtig. Abfang war jetzt sehr wichtig. Ja, er kann runterfahren. Das ist problematisch. Ja, er hat Schlagbohrer bestimmt. Oh, hätte ich auf Siedewasser gehen sollen, aber ja, Giratina ist noch da. Ah ja, Schild. Wenn es jetzt ein Eishieb ist und er dachte, es würde reichen. Ah, es wird 100 pro Schlagbohrer sein, oder? Ja, natürlich wird der wird reichen. Schade. Schade, schade, hätte ich den irgendwie noch überlebt und Sandama hätte runterfahren können, dann hätte ich es noch gewinnen können. Ja, Giratina-Feuer-Odem ist doch nicht so schön. Aber dass er so viel Energie schon hatte, wusste ich auch nicht. Aber interessant, dass Quappo den Gleichstand gegen Sandama gewinnt. Das habe ich auch nicht gewusst. C, Zommes, Z. Und wieder ein Sandama. Gleich hier wieder rüber. Okay, ja. Pfui. Ah, da kann ich mit Silvaro ein bisschen spielen. Ja, da kann ich mir ein bisschen mit Silvaro mehr Energie gönnen. Dann muss er eh auf den Donnerblitz gehen. Bitte Senkung. Schade. Er wird gleich einsetzen. Genau, jetzt. Und er muss auf Donnerblitz gehen. Mit Surfer, das reicht niemals. Genau. Ich kann mir schön Energie besorgen. Und auf Sandama Schaden zu kriegen, könnte interessant werden. Surfer nur, okay, ja, ist mir egal. Ich werde runterfahren jetzt. Vielleicht hat der Gegner noch einen Quappo hinten. Wenn ja, könnte ich das durchaus gewinnen. Ich mache jetzt zweimal hintereinander die Attacke schnell. Da gehe ich in Quappo. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Das macht ja gar keinen Schaden. Dann gehe ich jetzt in Quappo. Tektas ist eklig. Ja, ich muss schön. Ja, das ist natürlich super. Ja, war klar irgendwie, dass das Vieh wieder hinten ist. Okay, ja, da war Kreuzchen. Scheinbar. Das ist für uns gut. Ja, ich gehe auf Siedewasser definitiv. Ja, ich will Aqua. Durchstoß auf jeden Fall schön. So. Ein Aqua-Durchstoß-Abfang wäre nice. Die Senkung ist auch nice. Ja, das macht nicht mehr viel. So. Reicht das? Oh, perfekt. Aber der Gegner wird Eissturm erreichen. Bestimmt.
Oder? Dann damals hat doch Energie. Ja, jetzt sowieso shit. Ja. Ach, ich hasse Sandama vorne. Sandama vorne ist echt nervig. Na, Schlagbohrer hat es gar nicht mehr gebraucht. Und ein Konter hättest du von mir überlebt. Ja, das ist nervig. Das Set ist gerade noch nicht so gut. Mal sehen, ob wir jetzt nochmal gewinnen. Okay, der Liebe hat gerade geschrieben, dass er nicht an den Geisttyp bei Sevaro gedacht hat. Oh. Das Pokémon ist auch so nervtötend, das Winona. Bitte mit Charme. Oh, I. Schade. Nö, schill ich nicht. Das ist gut. Bitte Zauberschein. Dann hat er keine Energie mehr darauf. Perfekt. Ja, ich hau eine Mundgeweih drauf. Shit, das ist gut. Du brauchst nochmal einen Zauberschein. Und zur Not gehe ich mit Mr. Quappo rein. Ja, Meteorologe ist es nicht. Auch den überlebe ich. Frage ist, ob ich noch Mundgeweih erreiche. Nein, wird, nein, 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 nein. Das wird zu knapp. Deswegen haue ich den Surfer lieber raus. Bitte geh auf Meteorologe. Zauberschein würde ich gerne schillen. Den könntest du, glaube ich, haben. Könnte hinkommen, oder? Nein. Okay, dann nicht. Ah, ich habe immerhin geschildert. Okay, hier schon mal die Attacke raus. Und ich weiß, dass ich auch nicht schillen brauche. Weil einer ist die überlebe ich noch. Als Sturm meine ich. Und Flora würde ja echt Schaden machen. Eishieb sogar, okay. Okay, das ist gut. Das sollten wir gewinnen. Weil das Vieh ist weg. Ja, okay, du siehst ein, dass du es verloren hast. Ich hätte Sevaro einfach draufgehen lassen können. Und dann einfach so mit Quappo dich vernichten können. Ich habe auf Quappo gut Energie. Du hättest 100 Pro einsetzen müssen. Ice Heap ist es nicht mehr. Auf Quappo. Da ist Eissturm mittlerweile besser. Ja, es braucht ein bisschen mehr Energie. Aber dafür senkt es auf jeden Fall den Angriff. Und das ist schon viel wert. Das ist schon viel wert in den Kämpfen. ZRE. Sevaro. Und oh, wieder Sandama. Wer hat denn so ein Sandama-Video gemacht? Oh ja, bitte bleib drin. So viel Schaden so möglich wie möglich auf Sandama. Ich hätte zwar Surfer jetzt einsetzen können, aber egal. Schlagbohrer überlebe ich. Okay, er bleibt einfach drin. Da hätte ich ja wirklich wahrscheinlich mit Quappo reingekonnt, ne? Was? Okay, wir kriegen aber schon Schild. Nö. Ich muss Schlagbohrer einsetzen. Okay, machst du auch. Schade. Ich lasse natürlich die Wechsel runterticken. Okay. I, ja, I. Ja, ich muss sie ja auf jeden Fall einsetzen. Schön, meine ich.
Ich gehe auch auf 100 pro Siedewasser. Senkung ist schon gut. Oh, hoffentlich hast du nicht dann damals Doppelfeuer. Aber Glorak ist schon mal weg, das ist schon mal viel wert. Wäre natürlich doof, wenn jetzt das Gellokrok hinten ist. Was kommt rein? Komm, 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 komm. Ich mache auf jeden Fall einen Konter, hoffe ich. Oh. Das kann wichtig sein. Dass wir hier treffen. Aber wenn er rausgeht. Ja. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Das war schlau von ihm, rauszugehen. Das war sehr schlau. Klar, ich kann jetzt dann da mal runterfahren. Aber er hat Drachenklau ready. Ja. Ich hätte Eissturm gebraucht, hätte aber den Gleichstand eh verloren. Und Drachenklau ist zu stark leider. Ja, da hat er sehr gut gemacht. Ja, ist schlau, wenn man mit Dragoran nochmal rausgeht. Das stimmt. Schade, schade. Boah, Kapokim hätte ich gebraucht. Ich hätte gleich in Quappo gehen sollen. Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das gewusst, ich wäre so instant in Quappo gegangen. Den Boy muss ich mir merken. Vielleicht sollte ich auch so generell lieber gleich in Quappo gehen. Klar, ich gehe den größten Konter für Sandama, aber... Voltula ist nicht schön. Ja. Wird ein Anfallen sein, überleben wir definitiv. So. Vielleicht gehen wir ja schon Schild. Tatsache ja. Das macht es nicht erträglicher. Deswegen würde ich hier sogar schön. Ich will den so weit runterkriegen, dass ich mit Wasser-Pokémon runterfahren kann. Okay. Okay, aber Verteidigungsdeckung, das ist sehr gut. Das ist egal. Dann lasse ich Sivaro einfach mal drauf gehen. Ich glaube, ich werde Quappo gehen, weil ich da nicht sehr effektive Attacken habe. 1 und 2. Ja, ein Voltwechsel habe ich abgekriegt. Schade. Oh Gott, das wird noch so eklig. Hätte ich Eissturm drücken sollen? Maybe. Oh, das ist sehr gut. Hä, warum bist du... Okay. Ja, nee, das finde ich gut. Das finde ich eigentlich gut. Gefällt es, wird er abschmeißen. Der versucht mich in Spukball-Range zu kriegen. Ja, die könnte auch schon sein. Ich denke mal nicht, dass er da schön wird jetzt. Ich habe eine Idee. Moment, ich kann eine Mundgewalt vielleicht. Ich gehe gleich in Quappo. Oder? Ja, ich krieg zwar jetzt hier eine effektive Attacke ab. Ach, Mist.
Geh auf Siedewasser, bitte geh nicht auf Server. Ah, er geht auf Server, nein. Gefällt dürfte eigentlich nichts mehr hinbekommen. Aber ist sie hier für schwarz? Immer in Senkung, aber. Okay, ja. Wobei, zweimal Surfer? Er muss auf Spukball gehen, ne? Ja. Eins. Ja. Zwei. Ah, oh, das ist bestimmt Surfer, ne? Das Surfer überleben wir doch. Okay, nee, Spukball. Okay. Dann hätte ich zweimal Surfer einsetzen sollen. Ah, aber Surfer hätte nicht gereicht. Surfer hätte definitiv nicht gereicht. Ach, es ärgert mich. Ja. Wir stürzen unter 2,5 wieder. Das ist nervig, nicht schön. Set für heute erledigt, aber es muss ein anderes Team definitiv her. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.